Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Unlimited Cruise mit den letzten Folgen. Mit mir, Dragonius. Die jetzt kommen. Und die jetzt kommen. Und natürlich. Jesse. Jesse, hallo. Na, wie geht's? Hallo. So, wir müssen den Boss Rush machen. Ich gehe ganz schnell dahin. Wir haben das Ganze schon mal gemacht. Also, nicht so. Wir haben es bis, ich glaube, 4 haben wir besiegt. 3. Oder waren es 3? Waren das. Oh, geil. Spendam ist immer wieder der Erste. Und Captain Black hat uns dann das Spiel abkacken lassen. So, komm her. Ja, aber jetzt bin ich wenigstens schon mal. Jetzt bin ich schon mal warm gespielt und lass mich absichtlich von dem Elefantentonfisch treffen. Komm her. Vom Elefantenschwert. Oder das ist ja das Schwert, das die Elefantenfrucht gegessen hat. Okay, jetzt kommt schon mal der erste Buster Call. Ich lauf mal weg. Aber kann es sein, dass die Spezialattacken irgendwie abgeschwächt sind? Weiß ich nicht. Ich glaube, Bastakol hat immer schon eine relativ geringe Reichweite gehabt. Ich hasse die Sprintattacke. Mach doch einfach die Schüttelattacke. Die ist sehr viel schöner. Ich will aber mein Ding aufladen. Hörst du auf damit? Nur! Falsche Richtung. Einfach mal, für die geringe Reichweite hat es dafür halt umso mehr Schaden. Das okay. Ist ja immerhin Bastakol. Wobei dann wiederum der Buster Call kann eine ganze Insel vernichten. Von richtig, daher. Genau. So, was kommt als nächstes? Lysop! Komm her, Lysop! Na? Voll aufs Maul. Ich glaube, du hast Probleme gegen mich. Oh, 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 oh. Jetzt hast du Probleme. Oder auch nicht. Dass du gerade mit der Attacke ausweist, ne? Ja, das war gewollt. Zack. Und. Au. Dann kommt er mit seiner Sprungattacke an. Das ist mir egal. Ich drücke ihm jetzt erstmal meinen Dolch ins Gesicht. Mein Dolch, genau. Dein Rapier. Na, wobei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hör auf. Hui. Da hat er aber gut getroffen. Ja, das hat er wirklich. Kurz mal heilen. Ja, ein Rapier ist ja an sich ja auch nicht. Er kann damit auch Schnittattacken machen. Was ist? Es ist ein normales Schwert einfach. Ja, eigentlich ist es ein Degen. Kann man mit Degen auch schneiden? Ich weiß es nicht, aber... Ist Degen nicht eine Stichwaffe? Ja, er sticht ja auch hauptsächlich zu damit. Ja, aber er kann auch schneiden, wie du es bei seiner Sprintattacke zum Beispiel siehst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg da! So. Ja, du kannst mit dem Degen bestimmt auch schneiden, aber halt nicht so effektiv wie mit einem fetten Schwert. Jetzt hör auf, Nami! Aber ein Katana ist es ja auch nicht so wie bei Zorro. Nee, niemals. Dafür ist es viel zu dünn. So, Nami? Immerhin hat sie dir nichts geklaut. Ja, das hoffe ich. Komm her. Okay, irgendwie fand ich das erste Mal leichter. Naja, beim ersten Mal wurdest du auch nicht von Lysops Sternchen so stark erwischt. Ja, meine Güte, Nami, hör auf! Die Sache ist an sich ja, Lysops Attacke ist jetzt nicht unbedingt so stark. Aber wenn du so perfekt davor stehst, dass dich jeder Stern trifft, dann ist das war schon happig. So, jetzt wird's interessant. Captain Black. Mal gucken, ob er es wieder kaputt macht. Ich hoffe nicht. Mal töten am besten, bevor es einsetzt. Ich versuch's. Und? Diesmal das Spiel überlebt. Oh mein Gott. Ob Brook es überlebt, ist eine andere Frage. Und tschüss. Ich wechsle auf. Frankie. Na, wobei, das ist ein bisschen Frankie böse. Frankie gegen Captain Black ist echt nee. Böse. Ich mach Zorro. Du bekommst dich zu einem einzigen Angriff, wenn du Frankie nimmst. So, komm her. Wo bist du? Meine Güte. Zorro. Da, schau, so geht das. Getreten. So. Diese Lebensleiste von Zorro, ne? Der ist schon abartig, ne? Oh, 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 oh. Ich hasse Captain Black, weil er ist einfach nur so ein... Es dauert einfach so ewig. Ja, wenn du gut ausweichst, dann trifft er dich einfach mal nicht, ne? Wobei, das kann man zu allem sagen, ne? Wenn du gut ausweichst... Ja, richtig. Halleluja. Du musst warten, bis er seine Brille eingestellt hat. Das ist so zum Kotzen, ne? Mit dem... So, jetzt komm her!
Die Brille. Ja, es ist mir schon klar, dass es die Brille war. So, Captain Black ist muss, weg. Er justiert seine Brille ziemlich cool. Ach, Don Creek. Okay. Da sieh mal einer an. Komm mal her. Du bist eigentlich nicht unbedingt das Problem. Don Creek ist ja sowieso eigentlich eher so einer der... Ich weiß nicht. Das ist so einer der schwächeren Charakter des One Piece-Universums. Ja, es ist ja auch... Wäre ja auch anders. Er kann auch einfach nichts ohne seine ganzen Waffen. Ja, aber es war ganz interessant, dass mal so ein Gegner aufkommt. Ja, zum Glück aber ganz am Anfang. Hörst du auf damit! Ganz weit weg von dem Giftgas. Das war jetzt nicht so intelligent. Nee, der hat jetzt seine ganzen SP erstmal genommen. Für eine Weile. Au. So, komm her. Aber gut, jetzt hast du sie ja wieder. Oder auch nicht. Zielt er auf dich? Ich hab keine Ahnung. Glaubt, der hat nicht auf dich gezielt. Nee. Hat er auch nicht, ne? Ein bisschen weiter weg. Kriegt der überhaupt Schaden? Das sieht so aus, als ob es ihm so null interessiert. Okay, jetzt. Ja, er hat auch eine dicke Rüstung, von daher, ne? Trotzdem, es ist Zorro. Da prallt halt so ein bisschen was dran ab. Der macht so einen auf Minigarb, sag ich mal. Jetzt hat er, glaube ich, auf mich gezielt. Ja, hat er auch. Aber du siehst zum Beispiel an der Rüstung, dass er Risse drin hat. Tatsächlich? Das hat man gerade bei der Spezialattacke gesehen, dass er in seiner Rüstung ein paar Risse hat. Und dass sie so langsam kaputt geht. Au. Und vor allem, dass da ein paar andere Attacken, glaube ich, auch. Wobei, ich glaube, die kämpfen von Anfang an mit stärkeren Attacken. Okay, der ist weg. Jetzt kommt Schlank. Jetzt kannst du dich quasi wieder ein bisschen hochheilen. Kommt her. Plopp. So, jetzt alles zusammen. Alle zusammen. Kommt. Wobei man hier, glaube ich, am einfachsten mit Robin noch KP sammeln kann, glaube ich. Ah, verdammt, nicht mehr richtig geschafft. Warten wir mal ganz kurz ab. Was muss ich alles machen? Eine Dreierattacke? Eine Menge. Verdammt. Von der Schlammpuppe abgebrochen. Ja, mein Gott, das passiert. So. Okay. Man kann auch mal gar nichts treffen. Mhm. So. Au. Jo, kann man gar nichts. So. Und euch mache ich jetzt. So. Das passt. Das reicht mir. Mhm. So, dann mach den Rest auch mal schnell kaputt. Na, warte mal. Ich will noch warten, bis der nächste kommt. Und dann möchte ich mir eine Schüttelattacke aufheben. Mhm. Um dann sozusagen... Meine Güte. Immer so knapp davor, ne? So. Jetzt habe ich hier noch eine Sprungattacke. Die nicht trifft. Die nicht trifft. Ich will ja nur einen treffen davon, ne? So, perfekt. Und eine Sprintattacke. Und der nächste Gegner kriegt eine Schüttelattacke voll ab. Genau. Oh, Warpol. Warpol, dein Lieblingsgegner. Oh Gott. Mach deine schöne Ausweichbewegung. Nein! Oh, fuck you, du blöder Hund. Ich würde es eher auf ein Nilpferd ziehen. Ja, mein Gott, dann du blödes Nilpferd. Also komm, du kannst ja nicht von Nilpferde jetzt beleidigen. Ja, das ist eine coole Tierart. Es ist Warpol. Das ist mir egal, was für ein Tier es ist. In dem Moment ist es blöd. Nilpferde sind nämlich sehr gefährliche Tiere. Gefährlich? Ja. Okay. Ich glaube, es töten mehr Nilpferde Menschen als Krokodile. Tatsächlich? Ja, also Nilpferde, wenn die dich erwischen, dann kann das ziemlich wehtun. Die haben ja auch so ein riesiges Maul und auch riesige Kraft. Komm her. So. Gibt es erstmal hier eine Sprintattacke für dich. Allgemein sterben auch mehr Menschen durch Kühe als durch Haie. Was ich sehr ironisch finde, aber gut. Oh, Chopper, hi. Ich weiß nicht, ob er den Rumble Ball beherrscht. Aber er beherrscht schon mal die Tritt dir ins Gesicht Attacke. So. Dafür kannst du... Das ist ein Kampf auf jemanden. Das tut schon mal echt weh. Ja,
Nein, er kann sich heilen. Mhm. Lieber das als Rumble Ball. Definitiv. Also einen Rumble Ball bei dem Gegner? Hm. Ja, das würde ich bei Chopper ehrlich gesagt nicht gern haben wollen. Meine Güte, hörst du jetzt endlich auf? Ich finde es mal schön, wie wenig HP du bisher so verloren hast. Ich habe mich ja schon geheilt. Ja, aber trotzdem danach wieder. So, weg. Hui, und der fliegt. Oh, oh. Achso, ja, halt ich. Ja, noch hat er ja keine Angriffsspezialattacke, sag ich mal. So wie im zweiten Teil. Au! Du Smaller blöder Lebe. Hund! Ja, Rentier, ich weiß. Ja. Ah. Oder zur Not auch Dachs. Dachs? Oder, was wurde noch alles genannt? Reh. Monster. Hirsch. Monster. Notration. Notration. So, oder okay. Notration 2 war jemand anderes. Rook. Schön, dass die erstmal die ganzen Schwachen aus der Bande aufsammelt. Oh je, nee. Oh, die Schlafliedabwehr. Zumindest hat er dich nicht eingeschläfert. Ja, da bin ich froh. So. Aber er kann wenigstens gerade gescheit attacken. Juhu. Ja, ich würde auf die, genau, auf die Schüttelattacke aufpassen. Ja, mein Gott. Das ist jetzt eine Sache gewesen. Mhm. Oh, oh. Ich heile mich mal kurz. Das macht immer ein bisschen Schaden. So. So. Reicht. Jetzt komm her, mein Freund. Jetzt kriegst du nämlich mal was ab. Das hier! Oh. Hast du ihn erwischt? Ja, hab ich. Dann dürfte er jetzt nicht mehr lange leben. Meine Güte! Außer er macht den Kram wieder mal. Ja, selbst damit. Ja. Das war jetzt schon Nummer 9, glaube ich, so, ne? Ja, okay. Haben wir Along, einen, ey! Endlich mal einen Gegner, den wir noch haben. Versteckten Gegner, sag ich mal. Einen ziemlich coolen vor allem. Einfach mal, weil Along. Oh ja. Aber ich kenne natürlich seine ganzen Fähigkeiten nicht. Ja. Along ist einer der coolsten Bösewichte. So, das bekommt erstmal Robin. Einfach mal so, weil sie es kann. Weil sie jetzt auch über 400 hat. Genau. PP. Gehst du weg. Oh Gott. Along hat zwar ziemlich große Scheiße gemacht, aber er ist trotzdem cool. Was zur Hölle? Ich muss mich mal kurz heilen. Ich muss mich mal kurz groß heilen. Jetzt musst du mal groß. Jetzt muss ich mal groß, genau. Zack, das habe ich niemals gesagt. So. Vor allem in einem Let's Play. Genau, richtig. So, komm her, Along. Oder nicht so schnell. Oh. Er ist echt nervig. Ja, aber damit hast du dann auch die ersten 10 dann schon mal fertig, wenn du ihn besiegst. Da fehlen ja nur noch 40. Mhm. Und noch ein zweiter versteckter Boss. Alter, jetzt hörst du mal auf damit. Irgendwie kann ich mir aber... So viele Bosse kann es auch gar nicht mehr sein. Man hat 3 pro Insel. Es sind 12. Endboss, sagen wir... Warte, die Versteckten? Es sind 15. Doch, die Versteckten kommen auch vor. Dann hast du ja... hier, Creek und... Dingensbumsens waren geil getrennt. So, okay. Das waren schon mal 12,5 Minuten. Wow. Nicht schlecht. Also, gehen wir mal die Bosse durch. Erste Insel hast du Bär, Enel und Buggy. Dann Robin. Zweite Insel. Zweite Insel hast du Creek, Captain Black, Moria. Auf der dritten hast du Vapul, Spandam und Aokiji. Auf der vierten. Oh, 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 oh. Ach, Moment, ich habe noch Nightmare Ruffy auf der zweiten vergessen. Und Amok Chopper auf der dritten. Dann noch Ace, Blackbeard und den Wächter auf der vierten. Haben wir schon mal 14. Okay. Dann den Endboss, 15. Ich meine, jedenfalls, der kommt auch noch vor.
Dann alle von Ruffys Bande. Nochmal 9 macht 24. Dann kommt, glaube ich, in jedem Abschnitt einmal nur so random Gegner töten. Macht 29. Die zwei Versteckten macht 31. Und wo sie die restlichen 19 herbekommen, weiß ich nicht mehr. So. Meine Güte. So. Komm her. So, du kriegst jetzt erstmal hier voll meine Schwerter ins Gesicht. Und zwar nicht nur einmal, sondern nein, dreimal. So. Eventuell kommen auch zwischendurch noch ein paar andere Gegner. Also so zwischendurch. Also öfter als vielleicht. Bei den höheren ein bisschen öfter als nur einmal pro 10er Reihe. Das hoffe ich. Trotzdem frage ich mich, wo noch die ganzen anderen Gegner nochmal waren. Vielleicht waren es auch noch 40. Ich glaube, es kommen teilweise auch Gegner doppelt und dann halt auch zusammen. Oh Gott. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Mach mir halt Mut. Du schaffst das schon. Buggy. Oh Gott. Ich kann auf jeden Fall sagen, die Bosse sind alle sehr viel schwächer, als sie es im normalen Spiel waren. Buggy-Kanone. Vor allem sehr viel schwächer, was ihre TP angeht. Ja, das ist gut so. Zum Beispiel Nightmare Ruffy hat minimalst weniger. Alter, der macht schon wieder so einen Scheiß. Ist ja immun, solange du gerade am Aufstehen bist. Von daher passt es ja. Schau mal das an! Roll dich einfach nach vorne. Konnte ich nicht. Aber du hast gesehen, wie wenig Schaden es dir gemacht hat, ne? Ja, aber es reicht mir. So, was habe ich, wo habe ich meine, meinen Rumble Ball? Habe ich den noch schütteln oder? Schütteln habe ich den, okay. Ja, Buggy weiß, wie man richtig trollt. So, jetzt reicht's. Direkt Guard Point. Kaum hat das eingesetzt. Komm her. Das interessiert mich nicht. Ach ja, so. Buggy, die olle Trollsau. Buggy stirbt jetzt erst. Meine Güte, ohne Witz, wie oft macht Buggy das? Hey, es kann nicht sein. Er hat anscheinend eine Menge SP. Roll dich rum, roll dich rum. Um den Rumble Ball zu verbrauchen. Roll dich rum. Oder sprinte. So, okay. Das heißt, jetzt kannst du erstmal wieder ein bisschen SP auffüllen. So. So. Weil die Schüttelattacke würde ich zum Aktivieren lassen. Okay. Weil damit, damit schlägst du halt sehr schnell zu. So. Weil du kannst das einfach jetzt die ganze Schüttelattacke hintereinander machen und dann hast du deine 1000 KP. Ich würde vielleicht sogar zwischendurch dann schnell zu Zorro wechseln. Nachdem du es aktiviert hast und schon ein bisschen gesammelt hast. Ich kann nicht mehr! Ja, du hast keine SP mehr. Ich brauche wieder mit Chopper die SP. Ja. Und der Rest ist schon weg. Schade. So. Geh weg. Geh weg. Jetzt müssen die blöden Sprungattacken weg. Ja, Gott sei Dank. Ach, nicht immer noch. Wo sind die anderen, die ganzen anderen Bosse denn noch kommen? Ich meine, es waren 50 Ebenen. Bist du dir sicher? Ja. Kamen die anderen so. Alle? Ah, gut, so. Da ist noch ein zweites Mal. Die kleinen Viecher. Die kannst du ja mit Zorro zum Beispiel fertig machen, um ihn wieder zu heilen. Das ist eine gute Idee. Oh Gott. Ach, das überleben wird das schon. Sicher? Die Frage ist ja, ob die Kleinen das überleben. So wie du die hier gerade rummassakrierst. Ja, ich weiß es nicht. Sprungattacke. So, Sprung. Karabanga. So, und jetzt einmal die Schüttelattacke und dann hast du gleich ein paar mehr HP. Ja. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass mehr sterben. Aber egal. Er hat schon wieder ein bisschen mehr. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Gut, damit hätten wir jetzt 32 Gegner. Dadurch, dass... Oh, hä? Warum? Wie auch immer. What the hell, Amok-Chopper? Lysop? Ah ja, genau. So, können wir ja ganz easy Amok-Chopper machen. Aber das wird erst in der nächsten Folge gemacht.
Dankeschön, Leute, fürs Zuschauen. Falls euch das alles hier gefällt, abonniert uns und hinterlasst einen Daumen nach oben oder sowas, ne? Yay. Jan steht übrigens unten, unten, so wo mein Finger gerade hin zeigt. Ihr seht es zwar nicht, aber unten steht er. So, danke. Ciao. Tschüss.